Ja, Angela, du hast recht. Es war lange kein neues Video mehr auf diesem Kanal zu sehen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir uns jetzt gleich dran und starten ein neues Projekt. Ich fange das hier schon mal kurz an auf meinem Rechner. Und wir basteln heute gemeinsam, also nicht nur Angela und ich, sondern insgesamt 5 Personen aus unserem Team basteln ein Projekt mit dem Stempelset auf Spritztour. Und ich verwende in meinem Projekt nicht nur dieses Stempelset, sondern auch das Stanzformenset Windmühlen. Und was will ich heute basteln? Eine Explosionsbox ähnlich dieser hier. Die habe ich mal zum Geburtstag gebaut. Die zeige ich euch mal kurz. Die kann man einfach hier nach oben ziehen und dann fällt die so auseinander. Und genau das wollen wir heute machen. Und wie genau wir das machen, das seht ihr gleich an meinem Basteltisch. Ich habe meinen Basteltisch hier schon mal richtig schön vollgeknallt. Und zwar brauchen wir für diese Karte das Designerpapier 12x12 Inch blühende Felder. Und davon habe ich mir jetzt herausgesucht, das mit den Tulpen. Und dieses lila, rot, dunkelrot gemischte Designerpapier mit diesen, ja, was ist das? Keine Ahnung. So Zeug halt hier, so ein bisschen verwaschen, verschwommen. Genau, so. Das habe ich schon mal zugeschnitten und zwar hier immer auf 4x4 Inch. Die ist das komplette Designerpapier schon mal durchgehämmert hier, dass ich halt so 9 Quadrate habe. Und das hier drüben habe ich so zugeschnitten, dass ich 2 Streifen geschnitten habe mit 4 Inch und die dann nochmal in 5 Felder, 4x4 Inch. Übrig bleibt dann das hier, das nehmen wir dann für den Deckel. Das zeige ich euch aber später. So, das können wir schon mal hier wegstapeln, das brauchen wir auch jetzt erstmal noch nicht. Wir fangen an mit diesen 9 Feldern und zwar nehme ich mir jetzt hierfür, in meinem Fall habe ich genommen Farbkarton in 12x12 Inch und den habe ich hier schon mal vorgefalzt, auch wieder auf 4x4 Inch, das auf allen Seiten, dass ich quasi auch wieder 9 Felder habe. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs erkennen. Hier ist irgendwie ein Fleck drauf. Egal. Können wir ja am Ende dann verstecken hinter dem Designerpapier, da fällt das keinem auf. So, der Mini-Katalog kann eigentlich schon weg. Nicht ganz, nee, kann er noch nicht. Ich habe hier noch was anderes aus dieser Seite. Und zwar habe ich mit den Stanzformen, jetzt muss ich ganz kurz aufpassen, welche sind das? Windmühlen, genau, Stanzformen, Windmühlen. Diese hier. Da habe ich schon mal das Windmühlenrad ausgestanzt in der Farbe Espresso und die Windmühle auch in Espresso. Und dann hier vorne an das Motiv, das müsste sein Savanne, ich glaube ja, in der Farbe Savanne. Das setzt man hier drauf. Da muss man dann diese ganzen kleinen Fältchen hier raus basteln und auch in dem Windmühlenrad diese ganzen kleinen Punkte rausholen. Aber das machen wir auch später. Aber das habe ich halt auch noch von dieser Seite hier verwendet. So, jetzt können wir aber den Katalog zumachen. Für den Deckel brauchen wir dann noch Cardstock in irgendeiner Farbe, die uns gefällt. Ich würde hier jetzt Grundweiß nehmen und das nehmen wir dann auch für das Auto, was wir dann noch reinsetzen. Und das hatte ich noch für irgendwas genommen. Ich weiß aber jetzt gerade nicht was. Das wird uns nachher irgendwann auffallen, wenn wir soweit sind. So, das schmeißen wir alles nochmal an die Seite. Wir nehmen uns den Cardstock und ziehen diagonal mit unserem Lineal und einem Bleistift, vorausgesetzt ich finde irgendwo einen auf meinem Schreibtisch. Vorhin hatte ich noch einen. Der hat sich irgendwie ein bisschen, da ist er, versteckt. Ja, damit es dann mit dem Schneiden hier einfacher wird, ziehe ich hier diagonal eine kleine Linie, damit ich hier nicht im Kreis schneide oder irgendwie komisch. Ja, das mache ich mal schnell. Ja, und wenn wir das soweit haben, dann nehmen wir uns unsere Schere und schneiden hier diagonal einmal der Linie entlang. So. Jetzt können wir uns unser Falzbein schnappen und einmal alle vorgefalzten Linien umfalzen. Schon mal grob vorknicken.
Und dann nochmal so ein Falzbein schön nachziehen. Ja, und dann können wir uns entscheiden, was wir hier in welche Richtung knicken wollen. Ich würde es jetzt so machen, dass ich immer zuerst das rechte umfalze und dann das linke. Könnt aber auch anders machen, dass er das halt versetzt. Ich mache es jetzt hier überall gleich. Das ist euch komplett überlassen, wie ihr das machen möchtet. Ja, eine Position ist definitiv klar, und zwar, dass das Teil hier in die Mitte kommt. Das können wir hier schon mal grob hinlegen. Wir schneiden aber gleich überall noch ein Stückchen ab, damit wir dann einen kleinen Rand überall haben. So, dann kann das hier erstmal alles wieder aufgeklappt werden. Das ist, denke ich, auch klar, dass das hier oben hinkommt. Das wäre hier unten. Das hier und das hier. Soweit die Theorie. So, also das ist schon mal klar, dass die da sind, wo sie jetzt sind. Jetzt brauchen wir noch die von dem anderen Designerpapier. Die kommen dann immer so ein Stückchen davor. Und zwar für den Schenkel, der quasi hier rüberkommt. Die schneidet man dann diagonal durch. Die kommen dann hier so davor. So, dafür müssen wir jetzt erstmal hier hinten drin das schräg mittig durchschneiden. Immer dahin, wie der abdeckende Zipfel quasi hier so reinkommt. Aber erstmal schneidet man überall jetzt 2,5 mm ab. Das lege ich mal kurz an die Seite, schnapp mir meine Falz- und Schneidemaschine und schneide jetzt überall umlaufend 2,5 mm weg. So, bevor wir jetzt diese Quadrate mittig halbieren, nehmen wir erstmal diese hier und halbieren die in der Mitte. Weil das ist bei denen nicht ganz so kompliziert wie bei denen dann, wo die Blumenmotive drauf sind. So, jetzt habe ich mir schon mal eins von diesen lila farbigen Rechtecken halbiert. Und jetzt ist der Plan folgender. Also wir schlagen hier immer zuerst die rechte Seite hier rein, dann die linke drüber. Also in meinem Fall jetzt hier. Und dann würde das lilafarbene hier so drauf kommen. Das heißt, wir müssen von dem, was hinten ist, jetzt hier so diagonal abschneiden, damit wir dieses Eckchen jetzt hier generieren. Also fange ich mal hier an, nehme das und lege es in meine Papierschneide diagonal ein. Habe ich gerade gesagt, lege es in meine Papierschneidemaschine. Genau, jetzt fehlt das Wort Maschine. In meine Papierschneidemaschine diagonal ein. Und spätestens jetzt haben wir es versaut. So, also das kommt hier hin. Dann wird das rumgeklappt. Und das kommt hier hin. Und dann würde das hier rüberkommen. Und das kommt jetzt hier hin. Sieht dann so aus. Und das kann ich jetzt eigentlich an allen vier, beziehungsweise an allen drei verbleibenden Seiten genauso machen. Und dann geht es hier gleich weiter, wenn ich das im Zeitraffer hier mal schnell durchgehämmert habe. Ich denke, wie es funktioniert, habt ihr jetzt
Verstanden? Wenn nicht, dann scrollt mal ein bisschen zurück und dann guckt ihr euch diesen Abschnitt einfach nochmal ein Stückchen an. Ich stelle gerade fest, es wird ein sehr zeitrafferlastiges Video, weil ich wahrscheinlich sehr viel jetzt einfach nur beschleunige, weil es ist ja dann, wenn eine Ecke gemacht ist, relativ klar, wie es an den anderen Ecken funktioniert. So, ich lege das jetzt hier nochmal alles grob übereinander. Und wenn ich jetzt alles falsch gemacht habe, sieht es schon auch ganz okay aus. Ja, hier fehlt irgendwie noch. Hier habe ich hier die 2 mm noch nicht abgeschnitten. 2,5 mm, oder? Eins. Gut. Also, wir machen jetzt Folgendes. Zuerst kleben wir hier in diese Ecke hier rein. Dafür nehme ich jetzt einfach hier den Tombow-Kleber und schmiere die Rückseite von der ersten Ecke hier mit Kleber ein. Dann klappe ich das so hoch, gucke, dass ich ungefähr 2,5 mm Abstand nach links und rechts von meinem Dreieck habe. Also nicht nach links und rechts, sondern nach links und oben. Ja. Dann sieht das schon mal so aus. So, dann können wir hier unten Abreißklebeband reinbasteln. Setzen wir hier an einer Seite an und ziehen das hier über das zweite Dreieck hier rüber. Wenn es zu lang sein sollte, schnippeln wir das hier einfach ab. So. Okay, jetzt haben wir das soweit und nun müssen wir ich stelle gerade fest, es ist totaler Quatsch, dass wir zuerst die linke Ecke reinklatten. Also zuerst die rechte Ecke. So, ich wollte es ja so machen, dass das zuerst kommt, dann so. Aber wenn wir das so machen, dann können wir uns bei dem hier gleich den Kleber sparen und müssen nicht nochmal kleben. Also, ja, wir machen das jetzt einfach ein bisschen anders als eigentlich geplant. So rum kommt das dann hier rein und dann kommt die Ecke hier davor. Dann haben wir weniger Kleber verbraucht und es sieht trotzdem noch ganz okay aus. Oder? Was sagt ihr? Ich würde sagen, so können wir das machen. Also kleben wir jetzt hier das nächste Dreieck drauf. Es ist immer schön, wenn man das Ganze hier einmal alles vorgebastelt hat, dabei schon 5 Fehler gemacht hat und dann sich denkt, jo, so mache ich das, das ist total toll, jetzt hat es ja beim Vorbasteln funktioniert und jetzt bist du soweit im Video und stellst fest, ach, das ist totaler Quatsch, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, wir machen das lieber so rum. Tja, so ist das beim Basteln. Man kann nicht immer alles planen. So. Dann ziehe ich hier mein Abreißklebeband ab, klappe jetzt erst die linke Ecke rein und dann die rechte drauf. Und nun kommt die letzte Ecke hier davor. Auch wieder knapp 2,5 mm eingerückt. Flüssigkleber drauf. So. Und dann sieht das so aus. Die Mitte klebe ich jetzt noch hier rein und danach machen wir das Ganze wieder im Zeitraffer für die 3 übrigen Ecken. So, auch wieder darauf achten, dass wir überall den gleichen Abstand umlaufend haben. Also der Rest dann gleich im Zeitraffer.
So, jetzt habe ich das hier soweit fertig. Also wir haben dann hier die Möglichkeit, irgendwelche tollen Kleinigkeiten reinzutun. Sei es ein Geldscheinchen oder ein Tag, den wir uns noch stanzen. Aber um die Karte an sich soll es ja heute eigentlich gar nicht im Groben gehen. Eigentlich geht es ums Stempelset auf Spritztour. So, was machen wir jetzt mit dem Ding? Ich gucke mal rein. Ich habe hier jetzt so ein Auto und ich habe irgendwo den Spruch drin gehabt. Wo ist der schon wieder hin? Ja. Das Wichtigste aus meinem ganzen Video ist nicht da. Das ist doch schon mal super. Nee, doch, da hier so. Genau, also. Generell soll meine Karte oder meine Box, meine Explosionsbox zum Geburtstag sein. Deswegen habe ich hier den Spruch mit dem jedem. Irgendwie, das Lesen hört nicht mein Ding. Also habe ich hier den Spruch mit jedem Jahr wertvoller. Und dann habe ich hier dieses Auto. So. Und ich habe mir gedacht, wir stellen das Auto hier so in die Mitte. Aber das Problem ist, wenn ich das hier hinstelle, dann kann ich es ja nur von einer Seite angucken. Also müssten wir uns das Auto spiegeln. Und ich will das Auto als 3D-Körper haben. Also nicht einfach nur jetzt hier gespiegelt von links und rechts anguckbar, sondern ich will quasi das Auto dreidimensional bauen. Das ist jetzt quasi so die Herausforderung. Gut, kommen wir gleich zu. Ich tue jetzt hier erstmal ein bisschen aufräumen. Die Dinger hier, die jetzt hier übrig sind, brauchen wir natürlich nicht wegschmeißen. Die können wir natürlich noch zu allen möglichen anderen lustigen Sachen weiterverarbeiten. Gut, tun wir erstmal auf Seite. So, jetzt stellt ihr euch bestimmt die Frage, warum liegt da ein Deckel, obwohl wir doch noch gar nichts vom Deckel gemacht haben. Ja, ich habe das alles schon aufgenommen, wie der Deckel funktioniert und habe dann festgestellt, dass mein Deckel nicht passt. Der ist zu klein geworden. Deswegen habe ich mir jetzt nochmal ein anderes Designerpapier hier besorgt. Das sieht jetzt zwar nicht ganz so pralle aus und ist auch nicht das, was ich eigentlich haben wollte, aber ich denke, das eignet sich vielleicht auch für den Deckel dazu. Ihr nehmt natürlich das hier, was ihr schon vorbereitet habt, was irgendwann mal hier dran hängt. Da ich das aber jetzt falsch abgeschnitten habe, ist euch ein bisschen blöd geworden. Gut, ihr nehmt das Papier. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal mit dieser Variante. Wir brauchen ein Blatt DIN A4 Cardstock und dieses Eckchen, was hier übrig bleibt. Ich schneide mir das mal ganz kurz zu, damit ich. Was klebt denn hier? Damit ich auch wieder ein Eckchen habe, was so groß ist wie eures. Also da hatte ich ja abgeschnitten 2x4 Inch. Also einmal von der Seite und einmal von der Seite zu. Das Connect, das verbastle ich bestimmt in irgendeinem anderen tollen Projekt. Also Cardstock nehmen, Designerpapier nehmen, Kleber drauf manchen. Das habe ich einfach nur so gemacht, weil das dann ein bisschen stabiler ist, weil ich dachte nur, das Designerpapier wäre ein bisschen labberig. Und dann ist es halt innen schön weiß ausgeschlagen. So. Soweit die Theorie. Die Praxis kann auch klappen, wenn ihr das richtige Maß einstellt in eurem Papierschneider oder anlegt und nicht wie ich das Ganze dann einfach zu klein schneidet und dann passt der Deckel nicht. Das war jetzt einfach nur eben ein Schusseligkeitsfehler. Naja, passiert. Dann legt ihr das hier im besten Fall schon gleich bündig an die Kanten, weil dann habt ihr weniger Arbeit zum Schneiden. Und dann schneiden wir jetzt Folgendes ab. Und zwar klappen wir das hier auf und legen hier an 16,5. Also es kommt natürlich darauf an, wie hoch soll euer Rand beim Deckel sein. Ich habe jetzt hier 3 cm. Das, denke ich, sieht eigentlich im Verhältnis zur Größe des Kartons ganz stimmig aus. Das kann ich euch jetzt schlecht zeigen, weil mein Deckel doch so geht, weil mein Deckel halt zu klein ist. So in der Art wäre das. So, 3 cm, also 16,5. Warum 16,5? Wir haben eine Grundfläche von 10,2 ungefähr und ich würde noch ein bisschen Toleranz da lassen, also legen wir noch 3 mm auf und können dann umlaufend mit 3 mm, nee, Quatsch, umlaufend mit 3 cm falzen, also 16,5 anlegen, abschneiden, das Ganze hier auch nochmal. So, und jetzt falze ich auf jeder Seite nochmal 3 cm weg. Da könnt ihr auch ein paar Mal hin und her, damit ihr die beiden Papiere ordentlich falzen könnt. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, kriegen wir jetzt einen Deckel hin, der passt. Also, so sieht das jetzt aus. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Bei euch sieht das dann etwas mehr so aus. Ja.
Und jetzt nehmen wir unsere Schnäre, wollte ich sagen, unsere Schere und schneiden hier eine von den beiden Seiten oder Falzlinien hier ein. Das einmal reihum, immer bis zu der nächsten Falzlinie, die dann hier kommt. Und dann sieht das so aus. Dann nehmen wir unser Falzbein, kippen das hier schon mal so ein Stückchen vor. So. Und so. Und das Ganze hier nochmal. Und dann können wir die Falzlinie nochmal schön nachziehen. Also ich stelle fest, ich bin, was das Filmen und das Basteln mit vor Kamera angeht, echt ganz schön aus der Übung. Aber das ist nämlich jetzt hier schon die zweite Aufnahme, die ich für dieses Projekt hier mache, weil die erste komplett in die Hose gegangen ist. Aber naja, das ist halt so. Selber schuld, hätte ich die ganze Zeit jede Woche ein Video gemacht, regelmäßig, dann hätte ich jetzt dieses Problem nicht. Genau, da können wir ja mal, während ich hier gerade den Abreißkleber hier drauf bastel, ein bisschen Quatsch erzählen. Also es wird jetzt so sein, dass ich wahrscheinlich dieses Jahr das Ganze, wie ich letztes Jahr angefangen habe mit A Card a Week, also jede Woche eine Karte, nicht ganz hinkriegen werde. Also ihr merkt ja schon, wir haben jetzt schon heute, ist der 31., glaube ich, 31. Januar. Und da hätte ich jetzt ja schon 4 Videos machen müssen dieses Jahr. Also, das wird nichts. Mein Plan wäre so als Ziel oder als Vorsatz für dieses Jahr, dass ich 12 Videos mache. Also jeden Monat eins. Und wenn es ein paar mehr wären, dann freue ich mich. Und wenn es halt nicht so ist, dann ist es auch nicht so schlimm, weil ich habe durchaus momentan genug zu tun und weiß mich zu beschäftigen, und dementsprechend ist es schwierig, zeitlich momentan das einfach hinzukriegen, dass ich jede Woche ein Video mache. So, also nochmal ganz kurz hier die Theorie. Ihr nehmt dann einfach den Abreißkleber, pappt den da drauf auf das eine Ohr, was wir jetzt hier reingefalzt haben, und klebt das dann von innen hier so dagegen. Sollte es so sein wie bei mir, dass ich hier mal irgendwo nicht so ganz so sauber gefalzt habe, dann können wir einfach hier. Hier seht ihr das jetzt, da steht das ein bisschen über oder gar hier. Dann schnappen wir uns kurz die Schere, schneiden einmal kurz an der Kante lang. Dann ist das theoretisch auch nicht mehr so schlimm. So. Ja, und wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, dann habt ihr einen Deckel, der nicht so klein ist wie der hier, sondern einer, der da drauf passt. Also klappen wir hier mal die ganzen Öhrchen nach oben. So. Und dann werfen wir das mal hier rein. Dann stellen wir fest, es passt nicht. Doch, es passt. So. Fertig. Funktioniert. Explosionsbox. So. Aber nun kommen wir endlich zu unserem Auto und unserem Spruch: mit jedem Jahr wertvoller. Und was haben wir noch? Wir hatten ganz am Anfang irgendwann erzählt, wir haben eine Windmühle. Genau. Mit der könnten wir jetzt verschiedene Sachen machen. Die will ich einfach mit reinbringen in das Ganze, weil praktisch ist ja schon fast fertig, also muss man ja nicht viel machen. Müssen wir jetzt nur die ganzen kleinen Dinger hier ausfitzeln, und dann können wir das Ding eigentlich hier irgendwo mit ins Motiv setzen. Ich könnte sagen, wir machen das hier so hin. Das ist auch ganz cool. Da muss man nur darauf achten, wie oben dann das Rad steht. Könnte man aber hier quasi auch mit hinsetzen an die Seite. Das ist jetzt so, wie wir das gerne möchten, das ist eigentlich egal. Also jeder, wie er lustig ist. Können es aber auch hier noch mit hinter das Auto stellen, müssten aber dann auch wieder darauf achten, dass wir nicht zu hoch kommen, wenn wir das Windrad drehen. Nicht, dass wir dann den Deckel nicht drauf kriegen. Aber ich würde sagen, wir stellen das diesmal hier hinten hin. So. Und vorher muss jetzt unser Auto hingebastelt werden. So, wie machen wir jetzt das Auto? Wir wollen es ja so haben, dass das Auto von zwei Seiten sichtbar ist. Wir nehmen uns mal ein bisschen Cardstock. Hier haben wir noch einen Rest. Bei euch sieht der wahrscheinlich so aus, weil ihr den Streifen hier noch habt. Ich nehme jetzt den und stempel mir jetzt in
der Hintergrundfarbe von unserer Karte oder von unserer Box, also in Waldmoos, einmal das Auto hier drauf. Nehme ich jetzt einfach einen Stempelblock und auch das war jetzt nicht ganz gewollt. Ich wollte nur, dass das Ding ordentlich hält, aber das ist nicht so schlimm. So, da ist das Auto. Jetzt haben wir das Problem, wie kriegt man das Auto gespiegelt daneben? Da gibt es ein paar verschiedene Möglichkeiten. Entweder setzen wir das jetzt, wo bin ich denn hier? Ach hier, hier ist feucht, hier ist nicht so feucht. So, ist wieder sauber. Wir könnten das Ganze jetzt auf den Acrylblock stempeln und dann damit draufsetzen. Eine Möglichkeit. Wir könnten aber auch, wenn wir haben, den Stemperatus nehmen. Das ist hier dieser Kollege. Was kann der? Der kann, wenn wir das möchten, hat er hier so ein paar lustige Zettelagen dabei, ja, Papiere, und da können wir uns hier jetzt irgendwas draufmalen, wenn wir manche Projekte immer wieder verwenden möchten. Okay, also dann würde man jetzt hier markieren, aha, da sitzt der Stempel, und dann können wir das Blatt halt immer wieder drauflegen und wissen, okay, wir müssen jetzt hier drüben auf die Gegenseite den Stempel packen, beispielsweise den, und dann können wir das immer wieder rüberklappen. Das Ding hat sogar noch ein zweites von diesen Teilen hier, das habe ich aber gerade nicht hier, das würde dann auch von oben gehen. Eigentlich eine coole Geschichte, wenn man immer wieder die gleiche Karte basteln will. Tja, also was machen wir jetzt mit dem Teil? Klappen das hier auf und stempeln einmal unser Motiv hier drüben auf die Seite. Gucken dabei, dass wir nicht verrutschen, aber dass wir auch recht viel Farbe auftragen. So, und dann legen wir uns einfach die Karte hier drüben hin und drücken das jetzt hier rüber und schauen, dass das halbwegs gerade wird. Wo habe ich denn hier überhaupt noch Platz? Das kann auch ein bisschen... Es geht natürlich auch schief. Wir schneiden es ja am Ende eh noch aus. Das ist egal. So. Und jetzt lege ich das hier drauf und drücke wie ein Kerl, dass wir die Farbe da übertragen kriegen. Und dann klappe ich es wieder nach oben. Und jetzt haben wir ein gespiegeltes Auto. Juhu. So, wie kriegt man das Ding wieder sauber? Könnt ihr diesen Stempelreiniger nehmen. Mach mal kurz hier einen Sprüher drauf. Und dann Küchenrolle oder irgendwas in der Art. Dann einmal kurz hier drüber gerührt. Und dann sieht das wieder halbwegs gut aus. So, dann kann das Ding wieder in den Schrank. So, jetzt haben wir hier das Auto. Das Auto würde ich jetzt noch ausschneiden. So, jetzt haben wir das schon mal so grob. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einen kleinen Trick oder bedienen wir uns eines kleinen Trickes. Nehmen uns Herpreisklebeband und davon nicht nur eins, sondern zwei Stück. Und kleben einen Streifen hier drauf. Und kleben einen zweiten Streifen hier drauf. Bündig auf den ersten. So, was passiert jetzt? Wir können am Ende das Ganze, wenn wir das übereinander geklebt haben, wieder auseinanderreißen. Wir müssen jetzt natürlich beim Ablösen hier gucken, dass das nicht so wie bei mir gerade passiert, dass ich auch das erste Klebeband wieder runterrupfe. So. Das muss ich jetzt da so ein bisschen auf dem ersten halten. Das klappt gar nicht so gut. Aber das ist nicht so schlimm. So. Ich mache hier kurz mit der Schere. Ist ja nur, dass wir das jetzt schön symmetrisch ausschneiden können. Und wenn das Teil jetzt gleich die Schere loslässt, dann funktioniert das auch. So, jetzt halte ich mir das hier, ich habe das hier ganz praktisch mit meinen Softboxen vom Film, dann kann ich das nämlich hier schön davor halten und kann da durchgucken. Das seht ihr jetzt natürlich nicht, oder seht ihr das? Ich weiß gar nicht, seht ihr das? So, dann lege ich mir das hier einfach übereinander. Deswegen habe ich unten schon mal grob hier das Ganze ausgeschnitten. Und jetzt, mach's gut, Schere. Und jetzt schneide ich das Ganze hier einfach nochmal aus. Und wenn ich nicht verrutscht bin mit der ganzen Geschichte, habe ich am Ende zwei Autos, die halbwegs deckungsgleich ausgeschnitten sind.
So, und ich würde sagen, das war jetzt Gewohnheit. Ja, schon die Kamera immer noch da drüben. Ich wollte es jetzt in diese Richtung zeigen. Jetzt habe ich, denke ich, das Auto ganz toll hingekriegt und kann es jetzt einfach wieder auseinanderreißen. Ja, ganz einfach, doch, ja. So, und jetzt geht es quasi zum weiteren Schritt. Wie kriege ich mein Auto etwas? Mein Auto ist runtergefallen. Wie kriege ich mein Auto jetzt dreidimensional hin? Tja, und da habe ich die Tage lange probiert und bin zu einer Lösung gekommen, die eigentlich ganz okay ist, vorausgesetzt, man ist halbwegs geduldig. Weil im ersten Video war ich kurz davor, das Ding hier durchs Zimmer zu werfen, weil ich nicht ganz so geduldig war, wie ich hätte gedacht, dass ich das bin. Aber naja, ist halt so. Und zwar, wie habe ich das gemacht? Ich habe mir irgendwie ein Stückchen Kartstock genommen. Und da habe ich mir einen Streifen geschnitten. Jetzt kommt es halt darauf an, wie breit soll unser Auto sein. Ja, ich würde sagen, wir machen das Auto 2,5 breit, oder? Gucken wir mal. Ja, doch, das ist doch ein ordentliches Auto. So, 2,5 soll es werden. Also schneiden wir uns einen Streifen von 3,5 cm. Und falzen bei 0,5 das Ding nach oben. So, einmal von der Seite und einmal von der Gegenseite. Dann sieht das so aus. Und was machen wir damit jetzt? Gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Jetzt klappt man das erstmal hier so rum. Und dann auf der anderen Seite auch. Jetzt ziehen wir das einmal mit dem Falzbein nach und dann wird es lustig. Also, jetzt ehrlich. Jetzt nehmen wir uns die Papierschneidemaschine. Und jetzt machen wir gefühlt 1 mm, also nach jedem Millimeter, eine Falzlinie. Und wenn wir das dann soweit haben, wir können es auch noch hier ein bisschen über die Tischkante hier schieben, dass der ganze Streifen ein bisschen flexibel ist. Ja, und jetzt geht der Spaß so richtig los. Und zwar schneide ich jetzt in meinen vorgeprägten Millimetern. Können auch zwei sein. Hier so kleine Falze rein oder kleine, wie sagt man dazu, keine Ahnung. Also wir schneiden jetzt hier alle 2 mm hier ein. Und dann erinnert mich das ein bisschen an das Piñata-Video, was ich irgendwann in meinen Instagram-Beiträgen hatte. Die habe ich nämlich auch nicht viel anders gebastelt. So, und jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten, wie wir das Ganze jetzt hier aufkleben. Wir können das so machen, wie ich das beim ersten Versuch gemacht habe und jetzt hier schön Flüssigkleber drauf schmieren und danach ganz klebrige Finger haben. Oder wir nehmen jetzt Abreißklebeband und setzen unser ganzes Auto hier voll mit Streifen von Abreißklebeband. Müssen natürlich dann jetzt hier wieder die Überbleibsel abschneiden.
Können die aber gleich wieder für die nächste Etage nehmen. Wie gesagt, Flüssigkleber geht auch, aber dann haben wir die Finger halt dann schön voll mit ganz viel Kleber und ja, dann müssen wir erstmal gleich ins Bad und Hände waschen. Ja, und wenn wir das jetzt hier so weiter haben, können wir dann auf der Rückseite den Schutzfilm von unserem Abreißklebeband abreißen und dann beginnt so ein bisschen der kniffligste Part von dem ganzen Teil. Die Kontur des Autos und der Geschenke auf dem Dach dann nachzulegen. Also die Form. Aber jetzt fange ich hier unten einfach an der Stoßstange von dem Auto und klebe der Reihe nach jetzt hier die Kontur nach. Ja, und wenn wir kurz vorm Ende sind, können wir dann theoretisch gleich die Schere in die Hand nehmen und das abschneiden. So. Das Ganze jetzt noch für die andere Seite. Das wieder im Schnelldurchlauf ist dann eigentlich das gleiche wie beim ersten. Dann sollte das passen. Tja, und so sieht mein fertiges Auto jetzt aus. Etwas schiefer als das erste, was ich gebaut habe. Naja, gut. Wenn ihr nicht so wie ich versucht, unter die Hobby-Autobauer zu gehen, könnt ihr es natürlich auch einfach so machen, dass ihr die beiden Autos direkt nebeneinander klebt. Und dann ist das auch nicht so schlimm. Meins sieht jetzt halt so aus, wie es aussieht. Ich wollte es mal probieren. Naja, wenn man jetzt sieht, wie das hier steht, fährt das wahrscheinlich auch im Kreis. Aber naja. Ich weiß jetzt, dass ich das beim nächsten Mal nicht so mache. Und wenn ich mir das dabei gelernt habe, ist das doch gar nicht so verkehrt. So, tja, jetzt fehlt nur noch die Windmühle. Und dann würde ich sagen, ist das Ding soweit fertig? Nicht ganz. Es fehlt noch was ganz, ganz Entscheidendes. Und zwar der Spruch
Wo ist er hin? Hier. Genau, mit jedem Jahr wertvoller. Ist ja nicht nur beim Auto so, auch wenn man die Windmühle so haben, ja, so was, umso länger so eine Windmühle hält, halt auch noch in einem Zustand ist, dass sie theoretisch funktioniert und nichts verfallen ist, umso wertvoller ist natürlich auch die Windmühle. Ja. So, ich mache mich mal dran, hier die ganzen kleinen Dinger hier auszufutzeln und dann setze mal das Teil zusammen. Ja, jetzt schnappen wir uns hier so eine kleine Spreizklammer. Und zwar nehme ich jetzt hier eine schwarze. Da ist sie. Und jetzt habe ich ein Problem. Und zwar, wenn ich jetzt hier die Spreizklammer reinmache, da sind die Bügel davon etwas zu lang. Das heißt, ich würde sie im Motiv wieder sehen. Dementsprechend kürze ich mir die einfach mal kurz mit einer Zange. Dann ist das auch nicht so schlimm. So. Und dann setze ich die erst durch das Windrad. Und dann durch die Windmühle. Und dann fällt alles wieder auseinander. Dann mache ich das nochmal. Erst durchs Windrad. Dann durch die Windmühle. Dann hinten festhalten und dann auf den Tisch legen und dann kann ich das Ganze auseinander spreizen und dann hält das gleich das Ganze fest. So. Jetzt ist hier eine Seite immer noch zu lang, man sieht sie von vorne. Schneide ich noch kurz ab. Und dann sieht das so aus. Ich weiß gerade gar nicht, wer die Kamera gerade aufnimmt. Sieht man das hier? Ich glaube nur die von oben dementsprechend. So sieht das dann aus. So, warum nimmt die zweite eigentlich nicht auf? Da kümmere ich mich gleich mal drum. So, jetzt hält das hier schon mal dran. Und jetzt könnte ich hier schon die Rückseite dran kleben, aber ich mache das jetzt so, dass ich hier gleich noch die Füße dran klebe, an der dann die Windmühle hier steht, weil ich wollte sie jetzt hier reinsetzen, dass die hier drin steht. Ich muss dann schauen. Aber wenn ich das so drehe, wird es nicht zu hoch und dann geht das. So, die Füße machen wir in welcher Farbe? Ich habe hier noch so ein bisschen Windmühlenfarbe übrig. Hier falte ich mir hier einfach nur nach oben. Und dann klebe ich mir die unter die Windmühle und dann ist das auch voll in Ordnung. Ich könnte es am besten eigentlich ja so machen, dass ich schon bevor ich das hier falze, Abreißkleber drauf mache, dann ist das wesentlich einfacher. Stelle ich gerade fest. Das war auch lustig. Also, Abreißkleber nehmen,
auf den Streifen aufkleben. So. Hinten abschneiden. Und dann ziehen wir das halt so auseinander. So. Jetzt habe ich natürlich jetzt schon zu viel abgerissen. Das setze ich jetzt nochmal kurz hier drauf. Das muss ich beim nächsten Mal dann besser machen. So. Jetzt wird da ein Schuh draus oder halt auch ein Füßchen. So. Setzen wir hier hin. So, die eine Seite ist schon fertig. Dann falzen wir das wieder mittig. Klappen wieder so zwei Füßchen hoch. Ihr seht schon, das Projekt ist, wenn man das so von außen sieht, denkt man, oh ja, toll, eine Karte, eine Kiste, eine Box, Explosionsbox, fertig. Aber es ist schon recht fummelig, was man hier noch alles machen muss. Hätte ich mir auch nicht so schwierig vorgestellt. So, Füße hier drunter. Jetzt schmieren wir da die restliche Rückseite von der Windmühle mit Kleber ein. Unten können wir sie auf die Füßchen setzen. Oder erstmal alles auf den Tisch schmeißen. So. Dann stellen wir das hier vorsichtig auf den Tisch. Und drücken das oben dran, dass das halbwegs gut deckt. Und dann kann ich unten meine Füßchen auseinanderziehen. Klebeband ab, das zusammendrücken. Das andere Klebeband ist ja schon ab, habe ich nur wieder so hingestellt. So. Jetzt wohnt unsere Windmühle genau an dieser Stelle. Tja, jetzt würde ich sagen, kommt noch unser Spruch dran und dann sind wir fertig mit diesem Mammutprojekt, oder? Was sagt ihr dazu? Wo ist mein Spruch? Hier ist er. Wo setzt man den jetzt hin? Ja, gute Frage. Am besten irgendwie in die Nähe von dem Auto. Das Auto gefällt mir überhaupt nicht. Muss ich jetzt echt mal sagen. Aber egal. Das Auto kriegt erstmal noch ein paar Abstandsklebepunkte auf die Unterseite. So, und zwar drei Stück an der Zahl müssen es sein, damit wir über die Räder kommen, nicht unter die Räder, über die Räder, so. Auto sitzt auch an Ort und Stelle. Ich zeige euch das mal aus dieser Richtung, da sieht man das ein bisschen besser. So, Windmühle dreht sich, Auto existiert vor sich hin, stehen würde ich es jetzt nicht nennen, es schaukelt ein bisschen. Wenn ich das hier gerade so sehe, würde ich euch empfehlen, macht es bitte so, dass ihr das schmal macht und gut ist. Das reicht. Wir müssen es ja nicht übertreiben. So, was mache ich jetzt mit dem Spruch? Der müsste jetzt hier auch noch irgendwo hin. Ich würde sagen, den setze ich jetzt einfach dezent hier vorne hin. Und dann ist das auch in Ordnung. Ihr könnt natürlich auch das Ganze noch auf irgendeine Stanzform setzen und das dann da in so einen Tag mit reinmachen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, mit jedem Jahr wertvoller.
Gut, ich klappe es noch einmal zu, dann nehme ich es wieder auseinander und dann würde ich sagen, lassen wir es damit gut sein. Also so muss man sich das jetzt vorstellen. Vorsicht, Windrad, Windmühlenräder, Deckel drauf, Kiste. Und es funktioniert. So, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich da drüben stehe und alles hier wieder aufgeräumt habe. Bis gleich. Das hat jetzt wesentlich länger gedauert, als ich es eigentlich geplant hatte. Danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Hier nochmal die Explosionsbox mit dem etwas schlecht aussehenden Auto und der Windmühle. Und wenn ihr noch ein paar bessere Projekte mit dem Stempelset Aufspritz zu sehen wollt, dann bleibt am besten gleich dran. In der Playlist sind die Videos von den anderen Mädels verlinkt. Und ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.